heute allein. Leider, da keiner gerade Zeit hat oder Bock hatte, heute aufzunehmen oder zu zocken, besser gesagt. Auch Tom nicht, obwohl der immer gerne irgendwie dabei war. Ja, deswegen, ich bin alleine. Ich habe alles mögliche Inventar, aber ich habe auch irgendwie Kistenfeuer. Was hab ich denn hier drin immer? Ich habe jetzt vorher natürlich schon was geplant. Das erfahrt ihr nach den nächsten paar Sekunden. Und ich merke, dass ich da zu viel dabei haben muss. Genau eins. Dann brauche ich noch ein paar Strings. Wo ich eigentlich da. Ich weiß auch nicht, wie viele Saphire braucht man dafür nur, oder? Ich weiß nicht, wie man das Ding war. Ich glaube so. Oder? Ja. Jetzt haben wir den Kartografen aber den Kompass weg. Damit der sein Papier wieder freischaltet. Hoffe ich mindestens. Hallo. Ich bin Emerald. Hallo. Ich war Mann. Oh komm, der Villager. Ach Mann, ich hab mein Papier nicht. Aber halt ich das mal. Wie er handeln will. So, wir brauchen ein paar Knochen. Ja, ich hab welche dabei. Ich renne immer noch mit stackweise Knochen im Inventar rum, auf der Hoffnung, einen Hund irgendwann mal zu finden, damit wir ihn gleich dann zähmen können. Ich hab da glaube ich gerade Blumen gepflanzt, ja. Mein Feld ist beinahe vollständig gewachsen, deswegen glaube ich, haben Knochen mehr auch drüber, damit die letzten paar noch fertig werden, damit ich alles immer abernten kann. Deswegen einer Pflanze da stehen hat. Fertig angepflanzt. So, danach töten wir noch schnell mehr noch die Pilzkühe ein bisschen. Nicht die Pilzkühe, die Kühe insgesamt, alle Kühe. Und danach machen wir einfach mal unser mein tolles Folgenzeug, das ich geplant habe. Ich bin übrigens der Erste, das macht aus dem ganzen Pack jetzt. Und vielleicht weiß ich schon einer was. Und da habe ich meine Energy Summons gesehen. Und habe ich auch in der letzten Folge angesprochen gehabt. Wenn ich mich recht entsinne. Und was macht das Pferd da? Okay, eindeutig meine Kiste zu klein. Hey, Herr Uff! Ich stehe jetzt irgendwie noch so was komisches. Ich weiß gar nicht, ob letzte Folge überhaupt gesagt habe, dass ich das machen werde in Folge. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal schon angesprochen habe. Ich weiß es 200% nicht mehr, oder? Aber, ja. Ich gesagt habe, aber was wir machen werden, ist klar, klar. Doch, rechts sind beiden sind die anderen für die anderen. Gut, das sollte ich die anderen für die anderen. Warte mal, jetzt. Das Mikro kann man richten müssen, es war nämlich zu großen Abstand zum Mund gehabt noch. Ich vermute, dadurch bin ich etwas leiser als sonst. So, jetzt pflanze ich das gleich bei euch, noch hier. Das ganze Zeug da rein. Jetzt kommt einer noch. Jetzt hab ich's. Los. Geht doch von der Fest weg. Ach Mann, ist wieder rausgerückt. Jetzt tun wir das da rein. Das können wir auch irgendwo reinschmeißen, hab ich mal. Ja, da. Da war noch mal was drin gewesen. Und jetzt das Folgenziel. Wir suchen wir suchen den Ocean Tempel. Oh. Jetzt mir erstmal geöffnet. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt gerade bin an der Stelle, aber ich vermute mal, ich bin irgendwo. Hä? Auf der Karte sehe ich mich selber. Auf der nicht. Ich habe das noch nie genutzt, deswegen. Wir werden das jetzt ein erstes Mal nutzen, dieser Karte. Ich meine auch gerade nicht irgendwo, haben sie auch gesagt, gehabt wäre so ein Dingswald gewesen. Ja, ist da hier ein Schotzeichenwald.
Wir gucken jetzt aber mal, vielleicht haben wir es irgendwie gefunden. Mit der Karte weiß ich nicht, da bin ich hier. Da sehe ich mich noch drauf, aber hier sehe ich mich nicht. Ach, da unten, der Punkt. Ah, da oben bin ich, guck mal. Aber das Problem ist, ich mich auch immer, ich immer die Karte drehe, ich bleibe irgendwie immer da oben. Oh, das ist Norden, da bin ich. Ist, bin ich, glaube ich, in die falsche Richtung. ETF. Ja, da wollte ich mal sagen, wir gucken mal, wie lange ich dafür brauche. Und ich vermute mal, es wird jetzt eine kurze Timelapse geben. Dann bis nach der Timelapse. So, und das sind wir auch nach dem kleinen kurzen Cut, den ich eingelegt hatte, bis ich es gefunden hatte. Hat auch lange gedauert. Hallo? Wo ist der Eingangsteil? Ich muss sagen, ich habe auch hier noch nie gewesen. Also, ich habe noch nie Teil erkundet insgesamt. Ich weiß nicht mehr, was mir drin erwartet. Sieht nur groß aus. Mal schauen, wie weit wir kommen in den Teil. Wahrscheinlich wird es in der nächsten Folge dann weitergehen. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, wie lange aufgenommen. Bei euch ist natürlich alles viel kürzer als bei mir, weil ich bin jetzt lang gelatscht. Das wird natürlich alles dann auf dem Time in kurz abgerennt aus. So, Wo ist der Eingang? Oh, gefunden. Wir machen mal ganz stumpf einfach jetzt hier. Fertig, ich bin nicht mal da fest. Vielleicht noch ein paar Äpfchen, wenn du noch Full Life bist. Dann schmeiß ich mir ganzen Müll weg. Ich hab eigentlich doch die Angst, dass irgendwas von mir erwartet, aber ich weiß nicht was. Da hinten ist ein Zombie für den Charter, da sind doch ein Boden. Hier sind Samplings. Uiuiui. Da ist ein
mit einem Boden einfach einfach. Und da ist ein Fluss entstanden, auch nicht schlecht. Es ist also dunkel. Das ist scheiße. Der hat eine Axt! Ah! Der droppt Emeralds! LOL! Noch einer! Geh weg! Oh, der damage meine Rüstung ordentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage ich schon hatte, aber... weniger davor. Kann da was drin sein? Ich glaub mal nicht, ich vermute mal einfach nö. Klasse, hinten ist aber nichts mehr. Oh, da ist noch was. Tja, jetzt kommst du nämlich ran, ja? Und ich komm nicht zu dir rüber, ja? Warte. Oh, Pumpkins. Haben wir jetzt einmal mitgenommen. Habe ich ein paar. Und ich muss ganz kurz gucken. Ja. So. Lohne. Ja, natürlich auch was mit. Was wir mal haben. Ich glaube, ich habe auch nicht eine Melone gefunden. Da ist der Zeppelin gerade, da geht's hoch, ich gehe mal nicht hoch. Ich bleibe mal hier unten. Okay, noch so ein paar Villager sind, weil ich gebe nämlich Emerald. Ne, das war ein Blumenraum, der sogar beim ersten Mal beleuchtet ist. Als warm. Dazu. Und jetzt Snipe the Öl. Hui. Wow. Wasser. Wasser und ein Baum. Das ist der Raum des Todes. Ja. Da ist ein normaler Zombie, der ein normales Skelett. LOL, ein Villager-Kopf. Guck mal, ist da was drin vielleicht? Und sehr wohl. Geht das voll. Jetzt lag ich in die Nase. Na, das ist nix. Boah, schau, da steht halt irgendwas drin, was cool ist. Nein, aber sowas gibt's nicht in den Haaren. Es gibt schon total viel Scheiße, sag ich mal dazu. Hat eine Axt gedroppt. Boah, wie viel Kacke man hier kriegt. Ach, die Emeralds sind nice. Von 13 Stück. Aber Creeper. Aber hat 13 Emeralds gebracht, schon nur die erste Etage. Ich will nicht wissen, was die nächsten bringen. Und ja, die rüsten den Schaden, aber ich sammle auch XP, das ist das Schöne. Aber ich habe die Muse vorhin da vom nächsten Mal, weil ich irgendwas mal wieder reparieren lasse, weil ich daheim bin. Aber egal. Das Ding ist nur 2 Etagen groß? Von außen ist es aus wie 50, ja. Aber es soll es coolen Loot geben, hieß es.
Laut Inhaltmann, das soll es irgendwas von Tod geben. Deswegen mache ich das auch gerade rein. Was ist denn das für einer? Boah, was ist denn das hier alles? Ah! Boah, ich hier! Ah! Wo ist er hin? Hilfe! Ist auf die Wand durchgegangen, ich gehe einfach, tschüss. Boah, ey, was ist das für ein Vieh gewesen? Ah, hier von ihnen, ja. Boah, hier, nee, geh weg. Ah, lass mich. LOL, ich hab Toten. LOL, ich hätte gar nicht sterben, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich eine Stunde verbraucht. Zum Glück nicht. Wo ist es jetzt? Oder weil ich weitergerannt bin, habe ich den Raum gar nicht fertig erkundet. Aber ich hab das Totem. Wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Totem auf an. Boah, geh weg! Geh weg hier! Boah! Wo kommen denn alle her? Muss noch so anders sein. Oh, der droppt dieses Zeug, der ist cooler Typ. Ich würde feiern, wenn noch einer von hier rumrennt. Können wir ein drittes holen? Nee, du bist keiner, du bist eine Spinne. Da ist ein Fenster, da hier ist der letzte Raum wahrscheinlich. Dann geht's auf der anderen Seite nochmal weiter. Zumindest gibt es normale Monster. Geh weg. Oh, ich hätte noch was mehr hier erwartet. Irgendwie noch so gut schießmäßig, dass ich noch was erwartet. Den Element sich nicht wieder. Brennt denn das hier? Ist hier unten irgendwie Lava drinne? Oder was ist das? Aber dann brennt das ganze, brennt gerade das ganze Haus hier ab. Warum? Warum brennt das jetzt ab hier alles? Ah, weil hier Lava eingebaut wurde. Lava schon mal löschen, ist immer gut, aber...
So, weil ich jetzt keine Lust habe, aus meiner FPS zu einbrechen wie sonst was, nutze ich mal ganz kurz die Rechte aus. Wenn mit der Wald hier mindestens nicht abbrennt. Das Haus, das würde eh dadurch durch das Wasser, was da oben hingesetzt habe. Ich muss schon das Ding hier durchrennen, bevor das Feuer das halt vollständig übernimmt. Weil dann kann ich nämlich nicht mehr erkunden. Weil oben die obere Etage hat schon Feuer gefangen. Okay, das ist eindeutig Kacke. Weil da hinten fliegen diese Viecher rum, das heißt, da hinten ist einer, der sich das Totem toppen kann. Aber ich kann ihn nicht aufsuchen oder besser gesagt nicht zu ihnen gelangen. Oh, Kiste! Jetzt wird abgelenkt einfach mal, ja. Zu ihnen gelangen. Ich frag mich gerade, wo der ist, dieser Typ. Irgendwo muss noch einer sein, der diese Viecher beschwören kann. Aber wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Renn einfach nur. Ui. Und genannt. Ich will nicht sterben. Oh, gut. Das war knapp. Sinn. Boah, da wird er mich durchgeflogen, auch nicht schlecht. Lol! In der Luft getroffen. Ich kann nichts mehr tun. Ich gehe einfach. Ja, man, das ist leider leer. Super. Renn einfach nur fährt. Wir verlassen diesen Wald, der ist seltsam. So, und da wir das erkundet haben, jetzt fertig, würde ich sagen, ich laufe auch nicht in der Folge zurück, ich laufe dann einfach nach der Folge ausgehend zurück. Vielleicht sogar in der nächsten Folge, glaube ich, vielleicht zum Ozean Dungeon vielleicht. Wahrscheinlich glaube ich eher nach Hause erstmal. Was ist da hinten denn? Sehr seltsam was. Aber würde ich sagen, das war's für die Folge und dann bis zum nächsten Part. Tschüss!